Hallo, hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Tina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das heute wird Teil 2 vom Caddy-Ausbau. In diesem Video nehme ich euch auf meinen ersten Schritten beim Caddy-Ausbau mit. Aber am Anfang machen wir erstmal eine kleine Wanderung. Dann gehe ich mal den Rost an. Da ist eine kleine Roststelle, die will ich gleich am Anfang beseitigen. Danach kommt die Zulassung vom Fahrzeug, da nehme ich euch auch mit, das ist ganz spannend. Und dann muss der Caddy noch in die Werkstatt, muss noch ein Check gemacht werden und was repariert, erzähle ich euch danach auch. Und es zieht was Neues ein. Habt viel Spaß beim Video. Da hinten, wartet mal, da steht das Auto. Ich zeige es euch nämlich dann gleich und da ist gerade der Standplatz. Wir sind nämlich jetzt losgefahren und wir wollen heute was am Auto machen, den Rost. Und vorher machen wir jetzt einen kleinen Spaziergang hier den Bebop-Pfad entlang zu einer Hütte und nehmen einen kleinen Imbiss ein, den ich hier mit habe. Ja. Ja, und dann geht's los. Dann zeige ich euch das Auto, Roomtour. Und wir machen heute ein bisschen an der Seite schon, da ist ein bisschen Rost. Das soll heute passieren. Jetzt habe ich gleich hier einen Natur- und Erlebnispfad gefunden, Ludwig Leichert. Da ist auch die Hütte nach dem benannt. Und da geht es um wilden Wein und hier unten ist alles voll wilder Wein. Und da ist die Hütte. Guckt mal, ist das schön? Oh. Mitten im Wald. Zwischen zwei Seen, weil da drüben, auf der Seite ist nämlich der Schwielowsee. Naturlehrpfad. Und hinten sind Toiletten. Die Hütte kann man aber auch mieten. Mit Grillstelle. Wow. Genial! Österreichischer Bergkäse. Der Bebop-Pfad lang. Wir gehen hier am See lang zum Auto zurück. Vom Bebop-Pfad. Es ist kein Badesee, das ist ein Angelsee. Ja, das ist hier wirklich so eine schöne eiszeitliche Landschaft. Und hier so ein schöner Pfad, der sich hier so lang schlängelt. Ich liebe es. Wie ich es liebe wirklich, Leute. Hier mit Farn, Heidelbeeren, Preiselbeeren. Und da unten seht ihr den See. Hier ist die Stelle am Auto und dann muss ich jetzt hier mit Schleifpapier das so machen, damit es abgeht. Das ist der erste Schritt. Das ist ganz schön scheiße schwer. Wie weit muss ich schon da machen? Bis alles weg ist? Ich muss machen, bis alles weg ist. Aber es geht. Ja, jetzt drehe ich doch mal die Roomtour mit euch, ne? Die versprochene. Also, ich drehe mich mal um. Das ist das Auto. Was ich schön finde, ist, dass der hier in der Seitentür nochmal ein Fenster zum Öffnen hat. Man kann das also aufmachen. Das ist ohne bei allen Modellen so. Ich stehe hier neben der Straße. Hier ist bestimmt Lärm zu hören. Und dann gucke ich mit euch jetzt mal hier hinten rein. So sieht das hinten aus. Im Moment ist hier diese Kiste, das kommt raus, weil das, also ich bin mir zu 90% sicher, dass das Vollholz ist. Das geht gar nicht und die ist auch unpraktisch. Ich kann aber jetzt, die hat jetzt, wenn ich jetzt nur auf der Kiste sitze, habe ich, wartet mal, ich muss erstmal rein, habe ich Sitzhöhe. Seht ihr? Also ich kann, so hoch kann das ganze Konstrukt werden. Meine Kiste wird natürlich ein bisschen kleiner, weil ich ja die dicken Matratzen, die will ich ja dann natürlich auch drauf haben und ich will ja da auf der Matratze sitzen, neben dem Holz. Ja? So, dann, also das kommt alles raus, was hier eingebaut ist. Hier hat er jetzt auch noch so einen kleinen Schrank eingebaut. Hier, da.
Also muss ich mal sehen, ob ich das behalte. Aber es ist eben auch Vollholz und das muss nicht sein. Also das alleine ist schon sehr schwer. Ich muss ein bisschen aufs Gewicht achten, weil ich halt ein bisschen mehr dann mit habe und auch ein bisschen mehr einbauen will. So, was ich machen werde, ist, das Bett ist jetzt hinterm Fahrersitz. Ich muss da dieses Teil, was ihr hier seht, das muss ich da vorne anbauen. Das ist übrigens auch Vollholz. Das ist mega schwer. Und man hat den Fahrersitz nach vorne rücken und kann natürlich nicht mehr losfahren. Das geht gar nicht. Das Bett muss also auf die andere Seite, sodass ich das so machen kann, dass der Beifahrersitz dann nach vorne ist und der Fahrersitz bleibt, wo er ist, damit ich auch immer losfahren kann. Das ist der Plan. Ja, ansonsten ist hier gar nicht so viel jetzt drin, nur so ein bisschen kleine Accessoires. Das sind so kleine Sachen, die sind jetzt ganz schön. Aber die werde ich definitiv auch alle ändern, so wie ich es möchte und für mich den Stauraum hier nutzen. Hier oben ist auch nochmal so ein Brett, das ist wahrscheinlich mit der Karosserie verschraubt. Das muss ich jetzt mal gucken. Das ist aber auch voll Holz. Ja, mal schauen, was ich da mache. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Auf alle Fälle ist dieses Teil hier schon ganz gut und das soll auch hier hinten rein, damit man in diese Fensterseite, damit man da auch noch Stauraum dahinter hat. Und da muss ich auch gucken, ob ich den eventuell besser nutze. Der ist jetzt hier so, ne? Mal schauen, ob ich den noch besser nutzen kann. Ja, wir schauen. Wir schauen. Ich zeig's euch dann. So, das war es erstmal mit der Rundtour. Ansonsten ist es ein ganz normales Auto und ich zeige euch dann immer die Fortschritte. Guten Morgen. Ich bin schon aufgestanden, mein Bettzeug wegräumen. Oh, ist das schön. Die Sonne scheint, Leute. Und da unten ist der See. Ich zeige es euch gleich mal. Es ist traumhaft schön. Ja, ich habe richtig gut geschlafen hier. Und heute geht es weiter auf der Tour. Ich muss mal gucken, ob ich die Videos irgendwie teile. Und da zwei Videos draus mache oder das ein bisschen kurz hinkriege. Schauen wir mal. Ja. Ich will heute in den Rosengarten, das ist der Plan. Das wollte ich eigentlich schon gestern. Das war der Plan schon gestern, aber ich habe dann mal so bei Google geguckt und da gibt es so wenig Wald da. Der Rosengarten ist in Brandenburg, in der Nähe von der polnischen Grenze. Und da gibt es halt nie so viel Wald dort und da habe ich gedacht, hier in der Gegend finde ich halt besser einen Schlafplatz. War auch so gewesen. Und ja, dann habe ich mich erstmal hier hingestellt und habe erstmal das mit dem Rost gemacht. Und heute geht's weiter. Und dann filme ich euch sicher auch noch ein bisschen. Vielleicht mache ich das einzeln in den Rosengarten. Das kann passieren, dass ich dann ein einzelnes Video mache, so wie ich es jetzt immer gemacht habe. Ja, ansonsten, in der Nacht war mal irgendein Marder oder so zu Besuch. Der ist übers Auto gelaufen, aber dann auch gleich wieder abgehauen. Und ansonsten war es hier total ruhig. Hier oben ist eine Straße, aber die hört man nachts überhaupt nicht. Da fährt ein Auto oder so die ganze Nacht. Ja, also ich habe meinen Schlafsack gehabt. Ich will ja dann, wenn das alles fertig ist, will ich ja richtiges Bettzeug haben. Jetzt habe ich noch einen Schlafsack mit, aber der ist natürlich sehr unhandlich, ne? Weil den kriegt man, also ich kriege den nie wieder so klein verpackt, wie der da mal war, als ich ihn gekauft habe. Und dann ist der so sperrig und nimmt eigentlich viel mehr Platz weg als eine Bettdecke. Und die Bettdecke ist auch schöner, finde ich. Obwohl der natürlich richtig schön warm hält, ne? Das ist auch die andere Sache. Ja, aber es ist schon schöner, wenn man eine Bettdecke bei hat. Das hat irgendwie so ein schönes Zuhause-Feeling. Ich muss mal gucken, wie meine Haare, habe ich gar nicht in den Spiegel geguckt, doch geht. Ja, so, jetzt gibt's Kaffee. Zeige ich euch dann noch. Und dann meinen Kaffeeplatz und dann werde ich weitermachen. Bis später. Jetzt kommt die Sonne hier durch die Bäume. Und da unten ist der See. Und da gehe ich jetzt mal mit euch runter. www.berlin.de/
Arbeitszeiten, zum Fahrzeugverkauf, zur Mängelbeseitigung, zur Außerbetriebssetzung oder zur Zulassung eines Fahrzeugs, drücken Sie bitte die 1. Möchten Sie einen Termin? Für Informationen zu unseren Öffnungszeiten und unseren Standorten drücken Sie bitte die 1. Für die Meldung eines Fahrzeugverkaufs die 2. Sie befinden sich in der Warteschlange an Position 11. Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 13 Minuten. Herzlich willkommen im Service Center der Berliner Verwaltung. Zurzeit sind Sie im Gespräch. Sie werden schnellstmöglich mit dem nächsten freien Platz verbunden. Ja, wenn Sie also das Kennzeichen nicht behalten wollen, dann muss auf dem Kennzeichen QR-Code drauf sein. Na? Ja. Und das müssen Sie abziehen, weil darunter ist dann praktisch die Nummer. Ach so, da ist ein QR-Code. Okay. Ja, da muss ein QR-Code drauf sein. Wenn der nicht drauf ist, dann können Sie das leider Gottes nicht machen. Okay, na dann haben Sie einen Termin zeitnah für mich? Tschüss. Ja. Ja. Gerne. Tschüss. Tschüss, schönen Tag. Ebenfalls. Das ist mein Handy klein nicht mehr an. Junge, Junge, was macht das hier? Ja, gut, okay. So. Leute, ich habe einen Termin bei der Zulassungsstelle, allerdings steht mein Auto jetzt in der Werkstatt. Das muss ich mal gucken, ob ich die Kennzeichen da mitnehmen kann. Am Montag, da muss ich am Montag dahin fahren. Na, die werden mir am Montag was sagen. Wenn die den da reparieren müssen, dann steht er ja da auf dem Hof, dann kann ich die Kennzeichen abmachen. Ja, weil an den Kennzeichen, also das, da muss ein QR-Code dran sein. Ich kann da nochmal gucken, aber ich habe da keinen gesehen. Aber ich gucke gleich nochmal, ich fahre jetzt gleich zum Auto. Also ihr habt gesehen, ne? Spannend. Also ich habe jetzt 13 Minuten da gewartet, das hat auch geklappt, ich war auch da in den 13 Minuten dran. Und die Termine, also anrufen hilft immer in Berlin, weil ihr habt jetzt gesehen, ich habe nächsten Dienstag einen Termin, der war nicht auf der Homepage. Auf der Homepage war der früheste Termin am 22.07. gewesen. Läuft. Ach so, ich habe euch ja noch gar nicht erzählt. Leute, ich habe es auf Instagram erzählt, ja. Also ich habe jetzt einen Termin bei der Werkstatt gemacht, weil ich will, das war auch abgemacht, der Käufer ist auch mit dem Preis runtergegangen, weil Ölwechsel gemacht werden muss, sowohl normaler Ölwechsel als auch Getriebe. Der Käufer, der Verkäufer. Es läuft halt hier. Ja, und da habe ich jetzt bei der Werkstatt angerufen, weil ich will den A durchchecken lassen, B müssen die Ölwechsel gemacht werden und C hat er da so ein Vibrieren entwickelt. So, dass man nicht mehr wirklich richtig Gas geben kann, dann vibriert das Auto. Das ist wahrscheinlich Antriebe und so. Also ihr drückt mir die Daumen, dass es Antriebe sind. Das sind halt Verschleißteile, ne? Oh, es läuft. So, Paket gekriegt. Jetzt, ja, was habe ich euch jetzt erzählt? Ach so, und dass der so vibriert mit den Antrieben. Das sind halt Verschleißteile und die können halt irgendwann kaputt gehen, ja. Und ich will das aber gemacht haben, bevor ich mit dem Auto irgendwas weitermache. Das ist jetzt sehr spannend. Ich hoffe mal, dass es wirklich die Antriebe sind. Ansonsten, c'est la vie, muss ich weitersehen. Aber ich gehe jetzt mal vom Besten aus. Ja, und am Montag, also ich schaffe das Auto heute Abend schon in die Werkstatt hin. Ich stelle es da hin und am Montag gucken sie sich den an. Und dann sehen wir weiter. Läuft. Und bevor ich nämlich anfange mit dem Ausbau, muss ich mir erstmal einen neuen Akkuschrauber kaufen, weil meiner ist nämlich nach zig Jahren dann irgendwann mal kaputt gegangen, letztes Jahr. Und jetzt war es fällig und jetzt habe ich mir hier einen bestellt, das ist gerade angekommen und den packe ich jetzt mal aus und dann zeige ich ihn euch. Und ich bin selber gespannt, weil ich habe gar nicht so wirklich Ahnung davon, ich habe Rezensionen gelesen und hoffe jetzt, dass die gut sind.
geht dann. Ich zeige euch hier erstmal so. Guck mal, den habe ich mir jetzt bestellt. Also, wenn ihr den kennt, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr damit zufrieden seid und. So, wie geht das jetzt hier auf? Da geht's los. Da ist jetzt Intelligenz gefragt. Leute, guckt euch das an. Gleich wieder so eine scheiß Gebrauchsanweisung. Also ich habe einen kleinen bestellt, weil ich dachte, dass ich den eventuell mitnehmen kann. So sieht das Teil aus. So klein ist der, also ist wirklich klein, aber der liegt gut in der Hand, der ist richtig schwer. Und ich bin mal gespannt, hier unten ist der Akku dran und hier ist noch das Akkuladegerät. Mehr Schnickschnack ist nie dabei und mehr brauche aber auch nie. Und jetzt versuche ich das Ding mal in Gang zu setzen, beziehungsweise erstmal zu gucken, wie ich hier den Akku rauskriege, den zu laden und so weiter. Also wie man den Akku hier abmacht, das erklärt sich im Prinzip schon wieder von selbst. So sieht er jetzt ohne Akku aus. Und auch das Ladegerät, das sieht dann so aus und das wird hier einfach nur so drauf gesteckt. Und hier ist das, wo man den Akku löst. Da drückt man drauf und dann wird der Akku am Gerät gelöst und hier steckt man es rein und dann kann man es anstecken. Also das ist schon mal selbsterklärend, dafür musste ich nicht lesen, das ist schon mal super. Ja Leute, da das Video ohne Ton aufgenommen wurde, weil ich meine Kamera umgekippt habe und nicht gemerkt habe, dass dabei der Anschluss für das externe Mikro rausgesprungen ist, rede ich jetzt mal hinterher. Also der Caddy ist aus der Werkstatt zurück, es war wirklich der rechte Antrieb, den haben sie getauscht und jetzt schnurrt er wieder wie eine Biene. Da bin ich echt froh darüber und ich bin auch sehr, sehr glücklich mit dem Akkuschrauber. Also der hat wirklich Power, ich habe alle Schrauben von der Kiste super rausgekriegt und die Kiste muss raus, weil ich nicht weiß, wo der Heizungseinbauer da ran muss und damit er ausreichend Platz hat, musste die Kiste jetzt weichen. Ich habe euch ja sowieso gesagt, die ist aus Vollholz und die soll raus. Ja, jetzt baue ich hier mal weiter. Meine Lieben, das war Teil 2 vom Caddy-Ausbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Und wenn ihr Tipps habt für mich und auch alle anderen lieben Kommentare, gerne unten reinschreiben. Ja, ihr findet auch alle Links und alles, was ich euch so erzählt habe, mache ich unten in die Infobox rein. Und ich freue mich natürlich auch über ein Like und über den Kanal abonnieren. Das nächste Mal geht es an die Heizung. Das sind alles terminlich gebundene Sachen, die ich jetzt am Anfang habe. Ja, ich freue mich auf die Heizung. Die ist ganz wichtig. Ja, meine Lieben, ich freue mich auch, wenn ihr meine Amazon-Partnerlinks nutzt. Vielen, vielen Dank und für euer Dabeisein und für eure lieben Nachrichten, die ihr mir immer schreibt. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Eure Tina.